Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Historic-Video hier auf dem NoGeist-Kanal. Jetzt, wo die neue Season begonnen hat, komme ich endlich dazu, mich ein bisschen mit dem Historic-Format auseinanderzusetzen, ohne dabei meinen Mythic-Rank zu gefährden. Und aktuell spiele ich ziemlich erfolgreich im Platin-Rang mit einem Historic-Green-Deck. Also im Grunde Mono-Green-Aggro, richtig große böse Kreaturen. Und das Interessante an dem Deck ist, es gibt auch noch einige Flex-Spots. Also die Deckliste, die ich euch jetzt präsentiere, ist die, die ich aktuell spiele. Aber es gibt sicherlich einige Karten, die ich am Ende auch einmal ansprechen werde, die man hier variieren könnte. Auch abhängig davon, wie sich ein Meta entwickelt. Also ich habe jetzt inzwischen gegen einige andere Historic-Decks gespielt. Und das ist die Liste, die mir bisher am besten gefällt. Aber gucken wir sie uns erst einmal an. Wir starten wie immer im Ein-Mana-Slot mit einer der Kernkarten des Decks, Leonova-Elfen. Ein Mana 1-1 erzeugt ein Mana, ist die bessere Gans, wenn wir keine Food-Synergien haben, und das haben wir in diesem Deck nicht, ermöglicht es uns, Turn 2 unsere Dreier-Slot-Karten zu spielen, die sehr, sehr stark sind. Pelzsammler ist ein Turn-1-Drop, der im Verlauf des Spiels zu einem Threat heranwächst. Der Gegner muss ihn früh removen oder sieht sich irgendwann einer 4-4 oder 5-5 gegenüber und das Ganze, während er probiert, unsere anderen Kreaturen zu handeln. Riesenwuchs gibt einer Kreatur plus 3 plus 3, ist manchmal ein Combat-Trick. Man muss vorsichtig sein mit gegnerischen Instant-Removal. Spielt in diesem Deck aber noch eine weitere Rolle. Es ist nämlich quasi Ramp für unseren Steinkreis. Da springe ich einmal kurz hin. Denn wir spielen hier dreimal der große Steinkreis. Der kostet beim Wirken x weniger, wobei x gleich der höchsten Stärke unter den Kreaturen ist, die du kontrollierst. Das bedeutet, Riesenwuchs gibt nicht nur einer Kreatur von uns plus 3 plus 3, wodurch wir eventuell einfach eine gegnerische Kreatur töten. Nein, in der zweiten Main Phase können wir dann die 5-5, 6-6, 7-7, die wir dadurch erschaffen haben, nutzen, um den großen Steinkreis für nur 2 Mana oder 3 Mana aufs Feld zu bringen. Wodurch wir dann Lebenspunkte generieren, unsere Mana gerammt haben und viel, viel wichtiger, Massekarten ziehen, um den Gegner einfach zu überrennen. So, im 2-Mana-Slot spielen wir 4-mal Paradiesdruiden. 2-1 Hexproof ermöglicht es uns, den 3-Mana-Slot zu überspringen und eventuell direkt unsere 4-Mana-Kreaturen bzw. Planeswalker zu legen. Hier könnte man argumentieren, dass man vielleicht stattdessen 4-mal lieber die Gans spielt, um quasi 8-mal einen 1-Mana-Mana-Dude zu haben, um eben schnell auf Stahlhand-Champion und Yorvo zu kommen. Ich persönlich laufe sehr gut mit der Paradiesdruidin. Hat auch den Vorteil, dass sie den Pelzsammler triggert, wenn man eben mal nicht im Ramp-Modus ist und die Curve im 2-Mana-Slot schön ausfüllt. Im 2-Mana-Slot spielen wir außerdem Sir'Farin, Hammer des Steinkreises. Eine 2-2, die, wann immer sie angreift, einer anderen Kreatur plus X gibt, wobei X gleich der Stärke von Sir'Farin ist. Das ist eine kleine Pet-Karte von mir. Die finde ich einfach ziemlich cool. Verstärkt unsere anderen Kreaturen. Man muss manchmal aufpassen, weil der als 2-2 schlecht angreifen kann. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich zusätzlich noch Riesenwuchs spiele, weil die Kombination Riesenwuchs und Sir'Farin ist ziemlich cool, für den Gegner auch oft schlecht zu handeln. Also wenn man schnellen Start, Pelzsammler, Sir'Farin, einen Riesenwuchs hat, da hat der Gegner schon schnell Probleme mit. Eine schöne Karte, kann man sicherlich argumentieren, ob das die beste Wahl in diesem Deck ist. Sir'Farin spielt sich nochmal ein bisschen besser, wenn man mit plus 1 Marken beispielsweise arbeitet oder mit Equipments, um den halt dauerhaft größer zu machen. Mir gefällt er hier, hat mir schon einige Spiele gewonnen. Dann spielen wir viermal Es war einmal. Es war einmal sorgt dafür, dass wir häufiger unseren Turn-1-Drop Leonova 11 haben. Sorgt dafür, dass wir eine vernünftige Curve runterlegen können. Sorgt dafür, dass wir eins unserer Länder finden. Denn wenn ihr gleich mal rüber in die Mana Base guckt, wir spielen nur 20 Länder. Aber mit Es war einmal und Leonova 11 und Paradiesdruiden funktioniert das sehr gut. Ja,
Es hat seinen Grund, warum diese Karte im Standard gebannt wurde. Sie verschafft Grün einen unglaublichen Vorteil. Man muss deutlich weniger Hände mulligen. Und im Late Game sucht es uns eine Kreatur raus, mit der wir den Gegner schlagen können. So, 3-Mana-Slot. Hier kommen wir zu den großen bösen Kreaturen. 3-Mana, 5-4. Kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. Kann also nicht geschampt blockt werden. Ich habe mich hier für den Stahlhand-Champion über das verliebte Biest entschieden, weil ich finde, wir haben genug One-Drops. Die Einschränkung mit der 1-1 ist für uns etwas schwieriger in diesem Deck zu nutzen. Und die Evasion hier vom Stahlhand-Champion, dass er nicht von jeder Kreatur geschampt blockt werden kann, sorgt gerade on the play für sehr mächtige Angriffe unsererseits. Ebenfalls im 3-Mana-Slot Yorvo, Fürst von Garrenbrück. 3-Mana 4-4, also kommt mit 4 Marken ins Spiel. Immer wenn eine andere grüne Kreatur ins Spiel kommt, unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, kommt eine weitere Marke drauf. Falls diese Kreatur danach sogar noch stärker wäre als Yorvo, kommt noch eine weitere plus 1 Marke drauf. Das kommt aber in diesem Deck nicht vor. Also eine 3-Mana 4-4, die in der nächsten Runde in der Regel auch eine 5-5 ist, die angreifen kann. Hier fehlt leider etwas die Evasion, aber diese Kreatur ist halt auch nochmal besonders gut für den großen Steinkreis, weil es uns erlaubt, die Kosten von dem Steinkreis sehr schnell, sehr gut zu drücken. Hier kann man sicherlich auch überlegen, ob man vielleicht nur 3 spielen will, weil es eine legendäre Kreatur ist. Da kann man dann mit den Flex-Slots arbeiten. In der Basisversion habe ich ihn viermal drin, weil er wirklich gut ist. Der Gegner ihn schnell removed und dann legt man halt die zweite Kopie von ihm hin. 4-Mana-Slot, das Questentier. Ich denke, die meisten kennen es. Wachsamkeit, Todesberührung, Eile. Kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. Relevant, Kampfschaden, den Kreaturen, die du kontrollierst, zufügen würden, kann nicht verhindert werden. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gegen Nexus of Fate Decks gespielt, die Fog-Effekte verwenden. Das Questentier hebt das quasi komplett auf und in der Regel gewinnt man diese Spiele damit dann sehr locker. Und handelt gegnerische Planeswalker. Ich habe jetzt in dem Format noch nicht allzu viele Planeswalker gesehen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass das Questentier existiert. Vivian spielen wir hier als Planeswalker, der vor allem unseren Kreaturen Trampel gibt. So ein Yorvo freut sich sehr über Trampel. Ein Sir Farron freut sich, wenn er dauerhaft plus 2 bekommt. Und zusätzlich ist das unser Mainboard Removal mit der minus 3. Falls der Gegner doch mal eine Kreatur haben sollte, die größer ist als unsere eigene, können wir den Gegner damit schlagen. Der Ultimate wird eigentlich nie verwendet. Der Plus- und Minus-Effekt sind so schon gut genug. Man kann aber auch sein Sideboard ein bisschen auf den Minus-Effekt aufbauen. Aber meistens ist das Spiel dann vorbei. Also wenn der Gegner Vivian nicht handeln kann, ist das Spiel mit dem Plus- und Minus-Effekt schon rum. So, der große Steinkreis, eigentlich klare Sache, habe ich eben schon einmal gesagt, sorgt hier für den Card Advantage, sorgt dafür, dass wir wirklich riesige Board States erreichen und einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr vor den Gegner legen. In der Regel zahlen wir so etwa 4 Mana für den, was sich definitiv lohnt. Im Bestfall kann man direkt dahinter dann einen 2-Mana-Drop oder Leonova-Elfen-Pelzsammler legen. Irgendwas, was man dann spät gezogen hat, um direkt noch die Karte zu ziehen. Wir spielen hier nur 20 Wälder, weil wir Mana-Ramp haben und es war einmal. Klappt sehr gut. In der Regel brauchen wir maximal 4 Länder auf dem Feld. Alles darüber hinaus ist zu viel. Wir haben im Mainboard keine X-Spells, um überschüssiges Mana zu nutzen. Also ein Mana-Sink haben wir hier nicht im Deck. Also brauchen wir da auch nicht allzu viele. So, das ist das eigentliche Deck. Zum Sideboard kann ich noch nicht allzu viel sagen. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Ganz klar Schleier des Sommers. Wenn wir merken, unser Gegner spielt viel Counter oder spielt sehr Removal-lastiges Schwarz. Gefräßige Hydra. Wenn wir im Mirror zum Beispiel sind oder merken, unser Gegner hat Kreaturen, die uns gefährlich werden können, da ist die gefräßige Hydra für uns ein Mana-Sink, auch wenn das Spiel länger dauert.
wird gegnerische Kreaturen los oder wird halt einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß und hat Trampelschaden. Ist auch eine Karte, wo man überlegen könnte, ob sie ins Mainboard gehört. Ich habe mich hier für Sideboard entschieden. Wie gesagt, da kann man viel hin und her bewegen und viel überlegen, was man noch spielen könnte. Weil es gibt auch noch den Hemhaut-Ferox, der synergiert allerdings nicht so gut mit Vivien und dem großen Steinkreis, weil man die dann nicht casten kann. Sei man bezahlt noch 2 Mana mehr. Und es gibt zum Beispiel auch noch Galta. Galta ist eigentlich eine ziemlich coole Karte. Da will ich noch gucken, dass ich sie irgendwie mit ins Deck reinbekomme, aber die befindet sich so im selben Slot wie der große Steinkreis. Galta der Urhunger ist eine 12-Mana-12-12 mit Trampel. Die kostet aber x weniger, wobei x der Gesamtstärke der Kreaturen entspricht, die du kontrollierst. Also ganz häufig 2 Mana. Eine 2-Mana-12-12-Trampelschaden ist ziemlich gut. Allerdings finde ich, kämpft die halt so ein bisschen mit dem großen Steinkreis. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht 2 Galter im Mainboard zu spielen und dafür dann vielleicht ein Yorwo weg und ein Steinkreis. Dann haben wir 2 Steinkreise, 3 Yorwos, 2-mal Galter zum Beispiel. Da muss mal jeder für sich selber gucken, wie man das da macht. Und mehr will ich auch zum Sideboard an sich nicht sagen, denn ich habe bisher das Gefühl, im Historic wird noch sehr, sehr viel ausprobiert. Und wenn ich, solange ich noch nicht weiß, was wirklich so die Decks sind, die es zu schlagen gilt, finde ich es schwierig, Sideboard-Empfehlungen zu machen. Da sollte man am besten selber erstmal gucken, gegen was spiele ich häufig und was sind da wirklich die Antworten, die ich brauche. Die Deckliste findet ihr in der Videobeschreibung und ich werde wahrscheinlich noch ein Gameplay-Video dazu machen und euch das auf der Endcard verlinken. Viel Spaß beim Spielen!